Wir wurden alarmiert zu einem Mülltonnenbrand. Bei Eintreffen war dann ziemlich schnell ersichtlich, dass das Feuer von der Mülltonne auf das Dach übergegriffen hatte. Die Flammen sind aus dem Dachstuhl ausgeschlagen. Daraufhin haben wir gleich Stichwort erhöhen lassen, weitere Kräfte nachalarmiert, unter anderem die Drehleiter. Wir sind erstmal von außen ran, haben das Feuer abgelöscht. Damit, wir waren dann aber ziemlich schnell mit unseren Mitteln am Ende. Wir mussten die Dachhaut öffnen und da sind wir jetzt noch dran. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess. Wir müssen Ziegel für Ziegel halt einzeln runternehmen. Die Bauweise ist aus Holz. Holzständerbauweise haben wir hier mit einem gedämmten Dach. Die größten Gefahren sind weniger von der Bauweise aus, sondern die sind jetzt erstmal von herabfallenden Teilen, hauptsächlich Ziegeln und andere Teile des Daches, die größte Gefahr für die Einsatzkräfte. Wir öffnen weiter die Dachhaut, das wird noch mehrere Stunden dauern, und löschen die einzelnen Glutnester ab. Osthessen News. Sehen, was bewegt.